Hi, ich bin Degisha und ich werde ein Au-pair-Jahr in Amerika machen. Wie man im Titel schon sieht, ist das mein Matching-Prozess-Video. Ich habe endlich mit einer Gastfamilie gematcht und ich bin jetzt noch einen Monat in Deutschland und ich dachte, ich nutze einfach die Zeit so gut aus, wie es geht. Deswegen filme ich draußen. Am 31.08. werde ich ausreisen nach Amerika, vielleicht ein bisschen später, je nachdem. Und am 31.07. habe ich meinen Teilzeitjob bei McDonald's gekündigt, um einfach noch Zeit zu haben mit meiner Family und mit meinen Freunden noch was zu unternehmen und so viele Erinnerungen zu sammeln, wie es geht. Ich habe 11 Gastfamilienanfragen bekommen und die 11. ist es dann endlich geworden und mit der habe ich gematcht. Und ich dachte, ich erzähle euch einfach mal ein bisschen was über meine Matching-Zeit. Die war nämlich nicht ganz so schön. Matching-Zeit ist immer anstrengend. Meine Matching-Zeit hat einfach total lange gedauert und da ist einiges nicht so gelaufen, wie es sein sollte. Ich war ja, wie ich in einem anderen Video, glaube ich, schon erzählt hatte, davor bei einer anderen Organisation, und zwar bei IST. Es ist eine eher kleinere Organisation, die ist nicht so bekannt. Und da habe ich auf 6 Monate Matching-Zeit, also seit ich freigeschaltet wurde, nur 2 Gastfamilienanfragen bekommen. Das sollte natürlich nicht so sein. Zum Januar hin dieses Jahres, also 2022, habe ich mich dann entschieden, dass ich meine Organisation wechsle. Dann habe ich zur AIFS gewechselt und ich wurde am 15. Februar freigeschaltet. Und ich habe schon ein paar Tage später, am 26. Februar, meine erste Gastfamilienanfrage bekommen. Und ich erzähle jetzt euch einfach ein bisschen was über die und... Ich weiß eh nicht mehr viel über die ganzen Gastfamilienanfragen, wenn ich ehrlich bin, weil mein Gedächtnis ist wie so ein Sieb. Aber Gott sei Dank habe ich diese Insta-Highlights gemacht, sonst wüsste ich nämlich gar nichts mehr. Die erste Gastfamilienanfrage kam, wie gesagt, am 26.02. aus Liebeswild, Texas. Texas ist jetzt eher nicht so mein Favorite-Ziel gewesen, also es reizt mich irgendwie nicht, dahin zu gehen. Mutter, Vater und 5 Kinder. Ein Mädchen, was 14 Jahre ist, ein Junge, der 12 ist, ein Junge, der 8 ist, ein Junge, der 7 ist und ein Mädchen, was 1 ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wirklich was über diese Gastfamilie. Ich glaube, ich habe mit denen auch gar nicht telefoniert. Entweder die haben sich gar nicht bei mir gemeldet oder ich wusste einfach von Anfang an, dass mir das zu viele Kinder sind und dann habe ich wahrscheinlich nicht mit denen telefoniert. Übrigens hatte ich das Pech, dass wirklich jede einzelne Gastfamilienanfrage, außer eine einzige und die, mit der ich gematcht habe, sich nach dem ersten oder zweiten Telefonat nicht mehr bei mir gemeldet haben. Das sollte eigentlich auch nicht so sein, weil die Organisation schreibt eigentlich vor bzw. sagt den Gastfamilien immer, dass sie sich dann immer melden sollen und sagen sollen, ja, wir haben jemand anderen gefunden oder es passt einfach nicht oder sonstiges. Aber das haben die einfach nicht gemacht. Es gibt teilweise Au-pairs, die haben so über 40 oder 50 Gastfamilienanfragen bekommen und ich einfach nicht. Ich bin nicht infant qualified, also nur ab 2 Jahre und ich wollte eigentlich eher etwas ältere Kinder. Dann die zweite Gastfamilienanfrage kam am 6.3. Und aus Harvard Grace, Maryland, das ist so ein Ort, wenn ich daran denke, dann sehe ich immer die ganze Zeit so einen Leuchtturm, weil das ist eine Küstenstadt irgendwie, so ein kleines Städtchen halt. An die erinnere ich mich schon noch. Da gab es Mutter, Vater und 2 Kinder, 2 Söhne. Einer ist 8 und der andere ist 5 Jahre alt. Ich habe mich mit denen richtig gut verstanden, also vor allem mit der Mutter, als ich das erste Mal mit der telefoniert habe. Da habe ich über eine Stunde lang mit ihr geredet. Natürlich zuerst haben wir uns ein bisschen vorgestellt und dann sind wir über Au-pair-Stuff geredet. Dann sind wir total vom Thema abgeschweift und haben über alles Mögliche geredet. So Hershey's Factory gab es bei denen in der Nähe. Und der hat gesagt, dass bei denen in der Stadt gibt es irgendwie sowas wie ein kleines Fest immer im Sommer, wo man irgendwie Krabbenfischen geht oder sowas. Voll crazy. Und dann habe ich irgendwie über die Dr. Oetker Welt, wo ich war, erzählt in Nordrhein-Westfalen und auf jeden Fall haben wir uns richtig gut verstanden, aber als dann beim zweiten Telefonat der Vater mit dabei war, war es irgendwie total streng, irgendwie anders, keine Ahnung. Und danach haben sie sich, glaube ich, auch nicht mehr bei mir gemeldet. Woran ich mich noch erinnere, ist, dass die Gastfamilie, die Eltern, die haben irgendwas Militärisches oder sowas gearbeitet, wenn ich mich nicht täusche. Die waren dann so top secret, was deren Beruf anging und durften irgendwie nichts darüber sagen. Die dritte Gastfamilienanfrage kam am 8.3. und zwar aus Denver, Colorado. Da habe ich auch voll gefreut, dass ich die bekommen habe, weil ich eine Au-pair-Kollegin schon habe, die gerade drüben ist in Denver oder in der Nähe zumindest. Und es wäre halt cool gewesen, sie dann so zu sehen und so. An die Familie erinnere ich mich auch noch. Da war Mutter, Vater und die beide sind im medizinischen Bereich tätig, also Ärzte oder sonstiges, Chirurgen, glaube ich, war da irgendwas. Es gab 2 Jungs, die beide 13 Jahre alt sind, ein Mädchen, was 12 ist und ein Mädchen, was 11 ist. Aber es sind keine Zwillinge gewesen, sondern die sind aus 2 verschiedenen Ehen. Dann gab es noch 2 Hunde. Die eine hieß Mabel und von dem zweiten weiß ich den Namen nicht. Bei denen wäre der Tagesablauf irgendwie ein bisschen kompliziert gewesen. Weil irgendwie sind manchmal sind alle 4 Kinder da, dann sind irgendwie die anderen 2 nicht da, weil die immer irgendwie bei dem anderen Elternteil sind oder sonstiges. Im Sommer sind die im Sommercamp und keine Ahnung. Und ich hätte irgendwie eigentlich voll viel Freizeit gehabt, weil nicht immer alle da sind und manchmal sind gar keine Kinder da. Aber die haben sich nach dem ersten Telefonat schon nicht mehr bei mir gemeldet. 4. Gastfamilienanfrage kam am 21.03. aus Maplewood, New Jersey. Da gab es Mutter, Vater und ein Junge, der 12 ist, ein Mädchen, das 9 ist und ein Hund. Aber an die Familie erinnere ich mich auch nicht mehr.
fünfte Gastfamilienanfrage kam am 22.03. aus Mercer Island in Washington. Und da gab es eine Mutter, einen Vater und zwei Kinder. Einer ist 10, also ein Junge, der 10 ist, und ein Junge, der 2 ist. Und die hat einen Papagei und ein Aquarium. Und die Familie war super, super lieb. Ich habe gleich beim ersten Telefonat mit allen telefoniert. Also die sind alle auf einer Couch gesessen. Ich habe die Kiddies auch gleich gesehen. Und die sind irgendwie, ich glaube, indisch-pakistanisch oder sowas gewesen. Also sie sind selber nicht aus Amerika gewesen, deswegen haben die so ruhig, langsam und voll deutlich Englisch geredet. Das war die erste Familie, die ich richtig gut verstanden habe. Die sind halt super lieb gewesen, haben mir gleich das ganze Haus gezeigt, haben eine Tour gemacht. Aber die hätten halt total viele Regeln gehabt und die waren auch voll streng, was Corona angeht. So, ich habe mir echt am Anfang vorstellen können, mit denen zu matchen, weil sie eben so lieb waren. Aber ich glaube, ich war so ein bisschen geblendet davon, dass ich unbedingt eigentlich nach Amerika ausreisen wollte, weil ich halt eben schon so lange gewartet habe, dass mir dann irgendwie egal war, aber Gott sei Dank habe ich dann doch irgendwie auf mein Gefühl gehört. Die haben mir einfach nach dem ersten Telefonat so ein Handbuch mit Regeln geschickt, wie es bei denen ablaufen würde. Ich dürfte nicht ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr rausgehen. Ich dürfte unten im Base, also ich hätte so im Basement mein Zimmer gehabt, da dürfte ich nicht essen und sowas, weil die voll Angst haben, dass irgendwie so Raccoons, wie heißen Raccoons? Waschbären kommen würden oder sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich, glaube ich, mit denen dann auch nur einmal telefoniert und dann war es das. Die sechste Gastfamilienanfrage kam am 10.04. aus Princeton, New Jersey. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich eine Gastfamilienanfrage von Princeton bekommen habe. Mutter, Vater, ein Mädchen, was 8 ist, ein Junge, der 3 ist. Ich weiß gar nichts mehr über die. Siebte Gastfamilienanfrage kam am 18.04. von Shoreline, Washington. Da gab es auch Mutter, Vater, ein Junge, der 9 ist und ein Mädchen, das 7 ist. Und über die Gastfamilie weiß ich auch nichts mehr. Achte Gastfamilienanfrage kam am 19.04. aus Castle Pines, Colorado. Da gab es Mutter, Vater, ein Mädchen, was 15 ist, ein Mädchen, was 7 ist und ein Junge, der 5 Jahre ist. Und die hätten einen Hund namens Jackson. Keine Ahnung, was mit denen war. Neunte Gastfamilienanfrage kam dann am 16.05. aus Storrs Mansfield in Connecticut. Das war nämlich eine Familie mit einer deutschen Mutter und die Kinder, also die haben alle mal zusammen in Deutschland gelebt für so 1-2 Jahre. Und die Mutter wollte, dass ich mit den Kindern dann immer auf Deutsch rede. Die waren super, die Familie. Also ich habe mich richtig gut mit denen verstanden. Die hatten voll Humor und ich habe mit der Mutter geredet auf Deutsch, mit dem Vater dann auf Englisch und das war ganz halt voll das Durcheinander. Also der Vater versteht auch so ein bisschen Deutsch, aber jetzt nicht so richtig. Ich glaube, die haben dann, glaube ich, nach dem ersten Telefonat gesagt, dass sie doch irgendwas nicht gepasst hat oder keine Ahnung, dass sie sich umentschieden haben oder dass sie irgendwie die Mutter holen oder sowas. Keine Ahnung, dass sie auf die Kinder aufpasst. Auf jeden Fall ist dann mit der auch nichts geworden. Am 31.05. habe ich dann die 10. Gastfamilienanfrage bekommen aus Berkeley Lake, Georgia. Mutter, Vater, ein Junge, der 6 ist und 2 Zwillinge, die 2 sind. Ich glaube, es waren Jungs. Ich habe da meine Weisheitszähne an dem Tag rausbekommen und habe den dann nicht direkt geschrieben, weil ich dachte, dass ich dann voll die Schmerzen bekomme, wenn die Betäubung nachlässt und dachte, dass ich dann halt nicht telefonieren kann und sowas mit denen. Und weil ich mich nicht direkt gemeldet habe, haben die irgendwie meinem Bruder dann auf WhatsApp und per E-Mail geschrieben, weil mein Bruder ist bei IFS als Notfallkontakt angegeben. Keine Ahnung, wie die da auf die Nummer gekommen sind. Und dann hat mein Bruder denen meine Nummer geschickt, obwohl sie meine Nummer eigentlich auch haben sollten, wenn sie schon die Nummer von meinem Bruder herausfinden. Und ich habe denen dann geschrieben, dass ich meine weiße Zähne rausbekommen habe, aber die haben mir irgendwie nicht mehr geantwortet und dann war irgendwie nach ein paar Tagen schon die Anfrage wieder weg. Und dann meine 11. Gastfamilienanfrage habe ich am 22.06. bekommen. Das ist dann die Familie, mit der es jetzt geworden ist. Und zwar kommt die aus Basking Ridge, New Jersey. Die Mutter heißt Morgan, der Vater heißt Greg. Und dann gibt es ein Mädchen, die heißt Lowen und sie ist jetzt 4 Jahre und wird 5 Jahre alt. Und der Junge, der heißt Dean und der ist jetzt 3 Jahre alt. Die Familie ist super, super lieb. Als ich das erste Mal mit der Mutter telefoniert habe, da haben wir nur 10 Minuten telefoniert, weil sie gerade von der Arbeit gekommen ist und im Auto saß. Sie hat mir dann schon von draußen schnell kurz das Haus gezeigt. Das Haus ist riesengroß, aber die Häuser in Amerika sind ja generell größer. Und sie hat mir einfach nur, also wir haben uns einfach gegenseitig ein bisschen erst vorgestellt und nur ganz kurz hat sie mir so ein bisschen deren Familie erklärt. Und dann war es so, dass wir gerade zu dem Zeitpunkt Volksfest bei uns in der Stadt hatten. Ich weiß nicht, ob ich vor dem Volksfest oder nach dem Volksfest mit der Mutter zuerst telefoniert habe. Auf jeden Fall habe ich ihr halt geschrieben, dass ich wirklich gerne zu dem Volksfest gehen wollen würde, weil halt eben am ersten Tag alle meine Freunde da waren. Wir haben am ersten Tag immer Feuerwerk und sie hat halt voll das Verständnis dafür gehabt, weil wir hatten halt jetzt eben wegen Corona 2 Jahre lang kein Volksfest mehr. Sie hat mir schon nach dem ersten, ich glaube, das war danach, also wir haben davor schon mal telefoniert gehabt und sie hat mir nach dem ersten Telefonat halt auch schon gesagt, dass sie findet, dass das voll gut passt und dass ich von den paar Au-pairs, mit denen sie jetzt halt schon getalkt hat, dass
sie mich so am besten finden. Und sie wollte halt eigentlich auch direkt matchen. Dann habe ich halt gesagt, ich würde halt schon gern erst so 2-3 Mal noch telefonieren, bevor man matcht. Und sie hat halt, wie gesagt, voll das Verständnis dafür, dass ich unbedingt ins Praxis gehen wollte. Und sie hat sich dann auch selber voll dafür interessiert, so was das ist und was man da macht. Und habe ich ihr halt Bilder geschickt und sowas vom Volksfest und sie war da voll begeistert von. Davor habe ich ja nämlich mein Dirndl noch gesucht und ich habe ihr dann noch meine Dirndl-Auswahl quasi geschickt. Die kennen das natürlich nicht. Haben Amerikaner eigentlich irgendeine Tracht nicht, gell? Nicht wirklich. Bei uns ging das Volksfest immer so eine Woche und ich war wirklich jeden einzelnen Tag im Volksfest. Ich habe ja zu der Zeit bei Mackie gearbeitet. Mackie ist direkt neben dem Volksfestplatz und ich bin dann immer von der Arbeit direkt ins Volksfest gegangen. Und dann war halt das Problem auch, dass ich manchmal abends gearbeitet habe und dann war es immer schwierig mit der Gastfamilie zu telefonieren, weil da ist ja dann 6 Stunden Zeitunterschied. Deswegen ist das nicht ganz so einfach gewesen, da einen Zeitpunkt zu finden, wo man telefonieren kann. Und dann hat die Mutter auch immer gesagt, ja, kein Stress. Wir schauen einfach, dass wir nach eurem Fest dann einen Termin finden. Und dann haben wir halt, ich glaube, in der zweiten Woche, also nach dem Volksfest irgendwann mal wieder telefoniert. Und als ich das zweite Mal mit ihr telefoniert habe, waren die Kinder auch gleich dabei. Ich war da super nervös. Ich habe zwar schon mal telefoniert mit Gastfamilien, wo die Kinder dabei waren, aber sie hat mir halt vorher angekündigt, dass die dabei sind. Und ich hatte halt voll Schiss, dass sie voll die Erwartungen hat, wie ich so mit denen umgehe, wie ich mit denen rede und sowas. Aber Gott sei Dank war es nicht so. Sie hat eher die Kinder, also Dean ist am Handy gewesen irgendwie und hat irgendwelche Spiele gespielt. Und Sloan ist irgendwie in der Küche rumgeturnt und hat mir gezeigt, wie man Handstände macht oder so. Oder ein Rad. Also sie hat versucht, ein Rad zu machen. Und dann habe ich halt eigentlich mit der Mutter einfach nur so ein bisschen geredet über alles Mögliche. Wir haben, glaube ich, 1 Stunde lang telefoniert. Und sie hat dann halt irgendwie auch immer so den Kindern Fragen gestellt, weil über das, was ich gerade mit ihr geredet habe oder sowas und gefragt, wie sie es finden würden. Und ich habe meistens direkt die Gastfamilien gleich am Anfang gefragt, wie sie es finden würden oder was sie halt davon halten, wenn ich Social Media mache, weil es mir halt schon klar war, dass ich dann YouTube-Videos machen möchte, Vlogs und sowas und Videos über das Au-pair sein. Die meisten Familien sind da immer so, ja, solange du unseren Namen nicht sagst oder so verrätst, wo wir wohnen oder sowas, ist das okay. Und sie war so total Feuer und Flamme und hat gesagt, echt cool, ja, ich würde dich da voll supporten und darfst auch gerne die Kinder zeigen. Sloan würde es lieben, wenn sie sich auf YouTube sehen würde und das ist halt super cool. Das heißt, ich kann vielleicht ein paar kleine Videoprojekte mit ihr machen. Und beim dritten Mal, ich wollte halt unbedingt den Vater wenigstens einmal sehen. Da haben wir jetzt nicht wirklich geredet. Keine Ahnung. Die haben auch so gefragt, so, ja, hast du irgendwelche Fragen an Greg? Ich so, nee, eigentlich nicht wirklich. Aber ich wollte halt einfach sehen, dass ich den wenigstens einmal gesehen habe und weiß, ob der vielleicht irgendwie nett ist. Da sind die halt alle am Sofa gesessen, weil sie gerade von so einem Pool-Date nach Hause gekommen sind. Die chillen immer in so einem Golfclub und da gibt es halt so einen Pool. Und die waren halt alle so voll fertig und sind halt also am Sofa gesessen, haben Fernsehen geguckt. Dean sitzt so da. Die Mutter zeigt so ihn schnell. Er sitzt so da, so voll lässig und isst so seine Mini-Muffins. Das war so süß. Und Sloan hat halt einfach Fernsehen geguckt. Dann ist die Mutter auch schon in die Küche gegangen und hat gefragt, wie ich es finden würde, wenn ich mit denen matchen würde. Dann habe ich halt auch direkt gesagt, ja, ich würde es super cool finden. Und ich glaube, wir haben es da nicht sofort direkt gematcht. Sie hat gesagt, sie macht es dann am nächsten Tag nach der Arbeit am PC. Und am 8.7. habe ich dann offiziell mit der Gastfamilie gematcht. Mein Ausreisedatum wäre eigentlich der 24. gewesen, aber, also 24.8., aber mein Visumtermin ist erst am 19. und deswegen ist das ein bisschen zu kurzfristig. Dann haben wir es auf den 31. verschoben. Und heute hat mir meine Gastmam geschrieben, ob ich es okay finden würde, 3 Tage später erst anzureisen, weil sie sonst nicht da sein könnte, wenn ich ankomme. Weil sie da arbeiten musste, sie hat da leider nicht frei bekommen. Deswegen werde ich vielleicht ein bisschen später erst ausreisen, aber das ist noch nicht offiziell. Ja, das war auf jeden Fall meine Matching-Zeit. Ich glaube, das hat alles über ein Jahr lang gedauert. Ich war auf jeden Fall bei der anderen Organisation ja schon 6 Monate freigeschaltet und bei IFS halt jetzt auch nochmal seit Februar. Und jetzt ist halt schon August und das hat halt alles super lang gedauert. Deswegen bin ich froh, wenn ich jetzt endlich ausreisen kann. Irgendwie realisiert mein Kopf das noch nicht so ganz, dass es jetzt dann gleich losgeht, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ich kümmere mich dann erst um alles, wenn ich nicht mehr arbeite. Und dann kümmere ich mich dann um alles und mach mir dann Gedanken erst drüber und jetzt bin ich irgendwie überhaupt nicht ready dafür mental, aber ich glaube, das wird schon. Meine Gastmama hat mir auch, glaube ich, nach dem ersten Telefonat gleich ein Video von meinem Zimmer geschickt und von dem Badezimmer und sowas. Die haben super den großen Garten. Es ist total schön. Das Badezimmer ist auch total schön. Und das Gästezimmer, was dann halt mein Zimmer wird, das ist halt noch nicht so. Sie wollten das noch erneuern, also die machen da auch noch ein paar Sachen rein. Ich krieg sogar einen eigenen Fernseher, voll cool. Sie haben mich gefragt, was ich so alles reinhaben möchte. Und ich habe halt gesagt, ja, keine Ahnung, ein Tisch wäre cool, weil ich halt oft, keine Ahnung, ich mache meine Bullet Journal Videos oder sonstiges. Und ein Tisch wäre halt cool. Oder halt irgendwas, wo man auch außerhalb vom Bett noch sitzen könnte, also ein Stuhl, ein Spiegel. Und die stellen mir halt noch eine Kommode mit Fernseher oben drauf.
Auto, ja. Genau, ich habe bei der Familie kriege ich ein eigenes Auto. Es ist sogar ein relativ neues, ist aber kein Schaltwagen, sondern Automatik. Voll cool. Aber die Amerikaner fahren sowieso fast alle mit Automatik. In New Jersey ist es so, dass der internationale, also du brauchst zusätzlich zu dem internationalen Führerschein nochmal einen Test, den du dann machen musst, weil es sonst nicht gültig ist. Und meine Gastfamilie hat gemeint, die würden es bevorzugen, wenn ich noch so eine Session mit einem Fahrlehrer habe, also quasi eine Fahrstunde oder sowas, das, bevor ich diesen Test mache. Was ich persönlich... Die zahlen, also die Familie zahlt das. Also ich persönlich finde das auch eigentlich ganz cool. Keine Ahnung, dann bin ich halt nicht so komplett lost, wenn ich diesen Test dann machen muss. Wenn ihr euch für Au-pair-Content interessiert, dann könnt ihr gerne bei mir auf TikTok vorbeischauen. Da kommt sehr viel online. Ich versuche auch momentan ein bisschen aktiver auf Instagram zu werden und poste so täglich Instagram-Stories. Aber am aktivsten bin ich auf TikTok. Da habe ich auch schon eine Playlist erstellt für meine Au-pair-Videos. Ich habe da den ganzen Prozess von Anfang bis Ende mitgefilmt. Und ich habe auch, glaube ich, jedes Mal, wo ich eine Gastfamilienanfrage bekommen habe, einen TikTok gemacht und so erzählt, wie das Gespräch war und sowas. Und habe von der Gastfamilie ein bisschen erzählt. Also kann man da auf jeden Fall auch ein bisschen was sehen. Ich heiße überall gleich wie hier. Regisha mit 3i. Ja, was habe ich alles? Instagram, TikTok, Pinterest. Auf Pinterest lade ich immer so meine Bullet Journal-Seiten hoch, weil ich ja auch Bullet Journal-Videos mache. Das ist so ein Kalender, den man selber gestaltet. Also könnt ihr da gerne vorbeischauen, wenn ihr wollt. Danke fürs Zusehen. Es folgt auf jeden Fall noch einiges an Au-pair-Content. Bis dann.